Assalamualaikum, Muchachos! Peace und super sweet, dass ihr wieder einschaltet zu einer weiteren Folge Visage Psycho Horror Let's Play, das mir letzte Folge auf jeden Fall richtig hart die Eier auseinandergerissen habt. Falls ihr sie nicht gesehen habt, schaut auf jeden Fall ein. Das wird wahrscheinlich irgendwo Infobox verlinkt sein. Lohnt sich auf jeden Fall. Ansonsten gab es letzte Folge noch die Abstimmung, ob ich jetzt mit rotem Licht oder komplett ohne rotes Licht Webcam machen soll. Es ist 73% haben gestimmt für rotes Licht. Das rote Licht ist also wieder da. Alter, richtig creepy Hand, ey. Und ich habe meine Webcam noch insgesamt etwas dunkler gemacht. Ich hoffe, die Einstellungen gefallen euch so. Wenn nicht, dann haut es einfach in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Und legen hier los mit der nächsten Folge. Okay, ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Okay, so, das ist auf jeden Fall richtig rum. Ich kann mit der Kamera Bilder machen. Letzte Folge, Muchachos, war richtig krass. Ich habe mich so hart eingeschissen. Und jetzt, dass einfach hier alle Lichtschalter weg sind, ne? Dass einfach wirklich in der letzten Folge wurden... Der Geist hat hier eiskalt... Was heißt der Geist? Ja doch, der Geist. Eiskalt alle Lichtschalter weggenommen. Ich kann hier nirgendwo mehr Lichter machen. Wie heavy ist das denn jetzt bitte? Okay. Plus, ich bin mir auch gerade nicht so wirklich sicher, was ich tun soll. Was das nächste Objective ist. Warte mal, ich folge, glaube ich, als erstes mal der Lichtschalterspur nach oben nochmal. Ah. Ah. Muchachos, erinnert ihr euch an die letzte Folge? Bin ich hier eigentlich safe? Das hat meinen Anus komplett auseinandergerissen. Die Stelle war einfach viel zu heavy. My Leiter ist nearly empty, das ist natürlich auch ein gutes Timing jetzt. Liegt hier zufälligerweise wieder einer? Nein. Kam... Die scheiß Schubladen da vorher schon raus? Leer auf jeden Fall. Warte mal, hatte ich noch ein... Hatte ich nicht hier noch einen Leiter auf dem... Ja. Deko hat doch Plan, Alter. Okay, den Leiter auch weg erstmal. Den aufheben. Wegpacken. Und dann nehmen wir wieder erst das Feuerzeug raus, machen das an und nehmen dann die Kamera raus. So. Okay, jetzt haben wir zumindest ein Ersatzfeuerzeug am Start. Die Lichtschalter-Dinger führen mich immer noch nach oben. Alter, wie dunkel das hier ist, ne? Hallo? Hallo? Okay, ich muss mal... Oh oh. Oh oh. Ah, ne. Kann ich die... Irgendwas ist in dem Zimmer. Ich werde gleich in das Zimmer reingehen. Ich will aber erstmal eigentlich... Sekunde, das muss ich storen. Und jetzt will ich die... Scheiß... Digga, gib mir doch die scheiß Karte. Oh, oh, das ist keine gute Idee. Ich will die... Nimm die Kerze doch! Kann ich hier irgendwie... Oh... Digga, ich kann da nicht mal ran. Ist jammed. Alter, das... Oh, jetzt höre ich die Olle wieder. Ist gerade die Tür hier zugegangen. Digga. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ah! Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist... Digga, was geht hier ab auf einmal? Digga, ist da richtig Horror? Ah! Licht, 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 Licht. Dass ich da oben diese scheiß Kerze nicht anzünden kann. Digga! Wie unfair ist das denn? Oh. Und sie reißt wieder mein Herz raus, Alter. Der Sound, ey. Okay, das ist schon hart unfair. Hier oben wurde sogar geschnellspeichert. Mich fickt einfach nur, dass ich diese Kerze... Ich muss diese Kerze anschalten können. Damit ich hier eine Lichtquelle habe. Aber ich kann sie nicht anschalten. Oh, fick dich. Und ich kann sie auch nicht mehr runternehmen, das ist das Problem. Ich muss sie in die Hand. Wieso hört man hier den Fernseher oder ganz anders? Ich versuche jetzt. Muchachos. Oh, fuck you. Ich versuche jetzt runter in den Keller zu gehen und die andere Kerze zu holen. Im Keller war eine zweite Kerze. Da will ich jetzt hin. Alter, ich glaube, ich sterbe, wenn ich hier runtergehe. Also auf jeden Fall
Stirbt mein Herz gerade. Lass mich einfach durch, es ist alles gut. Es ist alles gut. Es ist alles super toll. Alles super toll. Oh ja. Oh, Licht, Licht, Licht. Sanity, Licht. Kerzenlicht soll meinen Verstand wieder ein bisschen klar machen. Habe ich gelesen. Hallo? Verstand? Oh nein. Oh nein, meine Sanity ist die Tinte. Digga, ich habe keine scheiß Pillen. Die Pillen sind leer. Kriegt man irgendwo neue Pillen her, Muchachos? Das ist nämlich genau das, was ich letzte Folge meinte. Ich bin richtig gefickt, weil ich keine Pillen mehr habe. Und weil ich vor allem auch keine nachholen kann. Hier ist gerade wieder ein bisschen Licht, ey. Oh. Oh. Alter, dass die einfach immer auftaucht. Ich glaube, das wird einfach zu krass und ich habe keine Pillen. Und ich glaube, wenn es zu hart unten ist, beziehungsweise dieses Gehirn irgendwie zu hart gefüllt ist, dann taucht sie einfach automatisch hinter einem auf und bringt einen direkt um. Und ich habe gerade keine Lichtschalter mehr, deswegen kann ich nirgendwo Licht anmachen. Ich habe nur mein Feuer. Feuer beschützt einen aber nicht vor Verrücktheit. Ich habe gelesen, dass Kerzen einen beschützen sollen, dass Kerzen die Verrücktheit senken sollen wieder. Alter, hier muss doch noch irgendwer Tabletten haben, Alter. Ich brauche eine Tablettenpackung. Bitte. Okay, im Moment geht mein Gehirn gerade noch. Wobei das auch schon hart. Also am besten ist es, wenn man das Gehirn gar nicht sieht. Oh, fick dich. Okay, Muchachos, ich geh jetzt einfach rein, ne? Jetzt einfach rein. Licht. Hallo? Mr. Geist? Bist du noch hier? Klopf, klopf. Klopf, klopf. Digga, ist zu einfach. Wow. Okay. Nee, oder? Nein, Alter. Nein. Oh nein, ich will da nicht durchgehen. Was ist das für ein Raum? Der war da vorher noch nicht da. Hintereck. Kann ich jetzt durchgehen? Oh nein. Oh nein, ich will nicht. Das sieht irgendwie aus wie der Raum, in dem man die Leute umbringt. Feuer. Feuer. Licht. Tür. Auf. Ja, die Tür geht instant wieder zu. Warum auch nicht? Hallo? Hallo? Digga, wie dunkel ist das hier? Das Licht. Ein bisschen. Hallo? Digga, gleich springt mich irgendwas an. Ich bin tot. Also mein Herz wird aufhören zu schlagen, weil ich mich so erschrecke. Ich bin im Kreis gelaufen. Fick dich. Oh. Digga, die Olle haucht mir die ganze Zeit ins Ohr. Digga. Was ist, wo bin ich denn hier? Da ist sie. Kann ich sie irgendwie verscheuchen? Hallo? Babe? Babe? Ey, Babe? Babe! Babe! Mach mal kein Heckmeck! Mach kein Heckmeck! Süße! Oh! Ne, das ist die Tür, von der ich komme, oder? Oh nein. Das ist echt die Tür, von der ich komme. Digga, dass ich nicht mehr Feuer habe, mein Feuerzeug ist alle. Digga, das ist echt mein Feuerzeug alle. Okay. Okay. Digga, dass ich einfach nur alle 2 Sekunden Licht habe. Muss zu dieser Tür da hinten. Das muss eigentlich die richtige Tür sein. Lass mich hier! Muchachos, das ist so hart! Ich will nicht nochmal sterben! Ich muss mir doch das andere Feuerzeug holen, sonst habe ich hier echt überhaupt keine Chance. Ich brauche irgendwie so ein bisschen Licht. Ist ja auch alles zugestellt da oben. Ist wie so ein kleines Labyrinth, in dem man sich verirren kann. Oh mein Gott, ey. Ich hoffe, ich bin... Oh nein, ich bin instantly wieder hier. Ich kann gar nicht zurück. Warte mal, kann ich zurück? Ah ja, okay. Wir gehen erstmal kurz wieder zurück und holen uns das Feuerzeug. Wir brauchen das andere Feuerzeug. Zack, hier links. Alles gut, sag ich mal.
kann ich eigentlich. Light is not broken. Fuck you. Digga, das Licht geht nicht. Natürlich ist das kaputt. Das ist es ja, Mutschaft. Ich kann in dem Stand, wo ich jetzt gerade hier bin, nicht mal das Licht reparieren oder irgendwas. Ich bin einfach komplett aufgeschmissen. Nein! Diggi, fick dich doch mal! Ich brauch doch nur ein scheiß Feuerzeug und geh wieder hoch. Ist doch alles gut. Lass mich in Ruhe. Bitte. Feuerzeug. Feuerzeug. Ist sie? Verpiss dich, lass mich hochgehen. Lass mich einfach hochgehen. Alles ist gut, alles ist gut, alles ist gut. Alles ist gut. Okay, jetzt ist das Feuerzeug wieder leer. Ich brauche das neue Feuerzeug. Oh. Ich muss vor allem jetzt erstmal eins droppen, Alter. Ja, ich weiß. Okay, erstmal hier rein. Ich weiß nicht, ich glaube, hoffe einfach nur, dass ich hier einigermaßen safe bin. So. Das kaputte Feuerzeug droppen. Das heile Feuerzeug rausnehmen und anzünden. Und jetzt noch die Kamera. Okay. Okay, Muchachos, auf ein neues. Baby. Lässt du mich am Leben, wenn ich dir in die Arme laufe? Avoid standing in the dark for too long. Halt die Schnauze! Wie soll ich das machen hier? Ist ja nicht so, als würdet ihr... Ah! Ist ja nicht so, als würdet ihr mir die Wahl lassen! Oh. Oh nein, da ist sie. Okay. Komm her. Folge mir, Baby. Folge mir, Baby. Nicht zu schnell, bitte. Jetzt gehe ich ganz schnell hier lang, ganz schnell hier lang. Ganz schnell hier lang. Ganz schnell hier lang. Oh nein. Fick dich! Digga, ich brauche hier noch einen neuen Schlüssel oder was? Digga! Willst du mich eigentlich vollkommen verarschen? Digga, der kann es doch nicht von mir verlangen, dass ich hier noch... Ah! Digga, das kann doch nicht sein Ernst sein, Alter. Ist das dem Spiel sein Ernst oder was? Wo ist der Schlüssel? Wo ist der Schlüssel? Wo ist der Schlüssel? Gib mir den Schlüssel. Komm schon! Kann der in den Käfigen drin liegen? Das ist nicht zum Rausziehen. Ah. Wo ist die Olle? Nein. Das wäre auch schon zu schön gewesen. Wäre es direkt in der Schublade neben der Tür. Oh. Ah. Alter, wieso kann ich... Ich kann das nicht rausziehen. Das geht. Das geht auch. Oh. Oh. Schlüssel! Digga, wie soll ich denn bei der Beleuchtung hier einen scheiß Schlüssel finden, Alter? Ich halte das für echt ziemlich unfair, muss ich sagen. Ich drücke mal aus Versehen auf Rechtsklick. Oh. Okay, wenigstens ist sie nicht so sonderlich hinter mir her. Sie krüppelt irgendwie durch die Gegend und solange ich ihr nicht zu nahe komme, verfolgt sie mich nicht. So ein bisschen Licht anmachen. Wer macht das Licht eigentlich immer wieder aus? Oder geht das von alleine aus? Okay, aber ich kann eigentlich nicht... Ich kann nicht in die Käfige irgendwie rein. Das heißt, eigentlich dürfte der Schlüssel nicht in einem Käfig sein. Oh, hier ist noch ein neues Feuerzeug, wa? Direkt erstmal absaven. Okay. Okay. Koffer. Shit. Shit. Ist hier gerade vor mir irgendwo? Ich sollte am besten ab jetzt alle Schubladen offen lassen, die ich durchgecheckt habe, sonst, Hör ich sie hier? Ah ja, da drüben ist sie.
Oh. Oh. Digga, ich finde das echt so assi, dass ich nach dem Schlüssel suchen muss. Wenn er nicht in den Schubladen ist, dann... Dann muss ich echt hier auf dem Boden und sowas suchen. Digga, das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch nicht ihr Ernst. Ah. Nein. Untere bitte. Nein. Ich höre sie nicht mehr schnaufen. Wieso schnauft sie nicht mehr? Wieso schnauft sie nicht mehr, Muchachos? Ah, da drüben schnauft sie irgendwo. Ach, da war sie. Läuft sie gerade auf mich zu? Digga, mach kein Hackmack hier. Digga, ich hab doch jetzt hier schon... Ah! Ah! Scheiß Tür! Schranktür! Ah, das geht weg von mir! Ah. Nein, ich muss hier lang! Ah! Ah! Oh. Diggi! Mach doch sowas nicht mit mir! Wo finde ich diesen Schlüssel? Steht da? Steht da irgendwas? Ach, oh fuck, mein Feuerzeug. Kamera wegstecken. Feuerzeug droppen. An. Kamera. Okay. Nee, da steht nichts. Kein Tipp oder irgendwas. Digga, ich hab doch jetzt hier schon so viele Schubladen durchsucht. Ist auch schon alles offen hier. Wo war ich denn noch nicht? Hier war doch auch schon offen. Und da ist sie jetzt gerade. Oh. Digga, das kann... Fick dich, Alter. Das kann nicht ihr Ernst sein, dass ich hier diese motherfucking Schubladen alle einzeln durchsuchen muss. Und es auch noch Ewigkeiten dauert und man nichts findet. Hier muss doch irgendwo der Schlüssel drin sein. Alles rausziehen, alles rausziehen. Ich muss irgendwie ein System hier reinkriegen. Mit den Sachen, die ich öffne. Warte mal, hier war nicht eine scheiß Lampe irgendwo? Kann es sein, dass alle die Lampen wieder ausmacht? Jetzt bin ich wieder am Eingang. Da steht eine Lampe. Die mache ich an. Da drüben ist sie wieder irgendwo. Ich finde nicht mal noch irgendein Regal, das ich noch nicht durchgesucht habe, Alter. Das kann doch echt nicht ernst sein, Diggi. Es gibt, glaube ich, drei Wege nach da. Weiße Kommode davor habe ich auch schon geräumt. Digga, das ist auch das Licht. Das Licht reicht so 2 Meter weit oder so. Hier ist aber auch echt nichts mehr. Oh. Ah, da ist jetzt gerade irgendwo. Ja, da ist sie. Digga, wo? Wo sind hier noch Schubladen, die ich noch nicht gecheckt habe? Nein, nein. Da sehe ich nichts. Fuck you. Ist sie gerade da irgendwo? Ja, da ist sie. Ah, sie macht echt. Hab ich das gerade ausgemacht? Bett rum.
Ah, Digga, mach zu. Da erkennt man nicht mal, was in den Schubladen ist, Alter. Das hier, ich hab das aber schon alles, hä? Ach, die obere kann ich ja nicht aufmachen. Ist da vielleicht was drinne? Die einzige Schublade, die zu ist. Aber wie soll ich denn hier... You need the cage's room key. Digga. Muchachos, habt ihr irgendeinen Tipp für mich? Haut's in die Kommentare. Wir sind jetzt hier schon wieder bei... Eigentlich... Okay, Muchachos, es tut mir übertrieben leid. Wir sind jetzt bei der Folgenlänge, die ich erreichen will für die Folge. Ungefähr 20 Minuten, ihr wisst Bescheid. Ich hätte gerne irgendwie mehr gezeigt. Ich kann nicht mal safen. Ich kann das Spiel gerade noch nicht mal abspeichern. Oh, fick dich. Ich kann das Spiel noch nicht einmal abspeichern. Okay, es ist, es hilft nichts. Ich glaube, ich lasse ihn jetzt von hier umbringen und beenden die Folge. Ich weiß nicht, was ich hier tun soll. Habt ihr irgendwelche Tipps? Ich lasse mich zwar eigentlich nur ungern spoilern, aber... Also vielleicht muss ich ja den Schlüssel gar nicht hier finden. Vielleicht hätte ich den vorher schon irgendwo finden müssen. Ich finde es hier auf jeden Fall übertrieben hart random. Ich habe das Gefühl, ich habe schon alles durchgesucht und ich weiß nicht, wo ich noch gucken soll. Wir laufen jetzt. Wir gucken noch einmal irgendwie randommäßig alles durch. Hier ist noch eine geschlossene Kommode. Wäre auch nur zu schön gewesen, wenn es gewesen wäre. Hier irgendwo ein Regal drin oder irgendwas. Nein. Hier ist auch alles zu. Oh. Ich will nicht sterben, Muchachos! Ich weiß nicht, was ich machen soll! Okay, Muchachos, es tut mir echt leid. Aber ich hab echt... Vielleicht muss ich auch verstehen, ich hab keinen Plan, was ich machen soll. Ich war sehr glücklich damit, wie das Gameplay bis Let's Play bis jetzt gelaufen ist, weil ich nirgendwo wirklich lange festhing. Aber ich weiß hier einfach überhaupt nicht, was ich machen soll. Ich habe alle Kommoden durchsucht, die ich gesehen habe. Es gab keinen Schlüssel. Ich muss irgendwo einen Key finden. Falls ihr einen Tipp habt, Muchachos, haut's in die Kommentare. Ich danke euch dafür. Ansonsten freue ich mich auf die nächste Folge. Ich freue mich auf jeden Fall. Vor allem, weil ich diese Folge nicht viel erreicht habe. Gebt einen Daumen nach oben. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, reingehauen. Ciao, ciao.